Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf diesem Kanal. Abonniert gerne kostenlos, lasst euch kein Däumchen rumdauen. Vor allem guckt unbedingt beim Livestream vorbei. Der sollte morgen online gehen, also schaut da unbedingt gerne vorbei. Und wir gucken, reagieren heute auf ein Video und zwar... Also ich bin gespannt mit was, ob es Corona ist oder doch etwas ganz anderes. Guckt gerne, schauen wir gerne bis zum Ende. Abonniert gerne entscheiden und... North Korea is not a kindergarten, it's a brutal regime. Och, das kaum ein Land hätte dieser ich Welt mir schon ist gedacht. So abgeschottet wie Nordkorea. Oh ja. Außer seltsamer Staatspropaganda und Drohungen gelangt fast nichts nach außen. Es gibt nur streng kontrollierten Tourismus und fast niemand handelt mit dem Land. Dabei wäre es ziemlich spannend, mal einen echten... Es gibt wirklich Leute, die nach Nordkorea in den Urlaub fliegen. Also sorry, aber den Menschen ist nicht mehr zum Helfen, oder? Wollen die sterben? No front oder so, aber... Alter, das Land hat ja nichts zu bieten. Und noch dazu mit der Geschichte, also ich würde dem Land keinen Cent geben. Blick hinter die Kulissen des totalitären Regimes. Das sieht irgendwie sehr satisfying aus. Ich will es gar nicht sagen, wenn die ganzen Leute gehen. Das dachte sich auch der Däne Ulrich Larsen. Für knapp 10 Jahre hat der ehemalige Koch Nordkorea bis in die höchsten Kreise infiltriert. Alles für die Außenwelt dokumentiert und dabei immer wieder sein Leben riskiert. Larsens Geschichte beginnt mit einem Verband von Fanatikern und dubiosen Vermittlern und mündet in millionenschweren Waffendeals und Untergrunddrogenlaboren in Afrika. Oh, das hört sich nicht gut an. Okay, ganz herzensterror, in dem sich, wo er sich da befunden hat. Ich bin sehr gespannt auf seine Story. Wie gesagt, schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Ich bin sehr, in der sehr gespannt. Zweiteiligen Dokumentation Der Maulwurf, Undercover in Nordkorea, erzählt Ulrich Larsen seine Geschichte ausführlich. Wer nach unserem Video noch mehr über die Story erfahren will, sollte sich die Doku unbedingt anschauen. Der Maul, ja genau. Ulrich ist bereits sein ganzes Leben fasziniert von autoritären Staaten, besonders Nordkorea. 2011 stößt er auf den dänischen Ableger der Korean Friendship Association, kurz KFA. Das ist ein internationaler Verband, der das... Hat sich ein bisschen an wie Musikpreis, so die KMAs. ...Nordkoreas im Ausland aufpolieren soll. Who the hell are those people, you know? They were really praising North Korea as the best place on earth with... well, you have everything and practically you have nothing in North Korea. Ja, so North ist es. Die haben gar nichts. Denen wird alles abgenommen, nur dass der oberste Befehls... Haber, Führer, keine Ahnung, wie der genannt wird, in Sauce und Bros leben kann und Milliarden oder sagen wir mal Millionen eher ausgibt. Und das ist halt echt ein Wahnsinn. Meeting those people were ridiculous. They were on another planet. But I think, well, why not? Maybe I could find out of something. Ulrich beginnt, die KFA in Dänemark aus purer Neugier zu unterwandern. Er nimmt an Meetings teil und sammelt Infos. Außerdem also nur recherchiert. Sucht er Unterstützung für sein damals noch recht kleines Projekt. This is me pretending to read a book about how to make films written by the dear leader, because every day we had to give all our tapes to the North Koreans in order to be absolutely sure that we love and respect the dear leader. Das ist der dänische Filmemacher Mats Brügger in seiner Nordkorea-Doku The Red Chapel. Er kennt das Regime extrem gut und hilft Ulrich fortan bei seinem Vorhaben. Ulrich steigt schnell in den Vorstand der dänischen KFA. Ist ja klar. In seiner Rolle dementiert er Fake News über das ach so tolle Regime und erzählt dem Westen vom wahren Nordkorea. All das dokumentiert er mit seiner Kamera. Er erklärt den anderen KFA-Mitgliedern, die Videos könne man super für nordkoreanische Propaganda auf YouTube verwenden. I'm a proud member of the board and from here I have been fighting to defend the fantastic country of North Korea. It's 6 or 7 movies in 9 months, small like 2 or 3 minutes, and those videos were also sent to the North Koreans, and they loved them. And they und die sind wirklich dann aufmerksam auf den geworden. Das ist sehr, sehr cool irgendwie. Aber ist klar, nur gute Propaganda ist auch. 2012 reist Ulrich dann mit der dänischen KFA nach Nordkorea. Die ganze ihm und weiteren Genossen werden Friendship Medals verliehen. Being for North Korea the first time for 5 days and having a medal from the regime was absolutely wild, and I was like, okay, is that what it takes to be a friend of North Korea, coming in the parliament, being 3 meters away from Kim Jong-un, and it's like, okay, I'm in the top of the hierarchy now with the evil regime. And then I met Alejandro Gaudí Venas, and
things really flipped over from crazy funny people to crazy manipulating, arm stealing, drug stealing. Das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Thinking people, it just flipped totally over and getting more. Da ist schon. Der Spanier Alejandro Cao de Benos ist Gründer und Vorsitzender der Internationalen Korean Friendship Association. I created the Korean Friendship Association so I could facilitate the meeting and the bridge between DPRK and the rest of the countries in the world. Er ist die wohl wichtigste Brücke zwischen Nordkorea und der Außenwelt. Er verbreitet nordkoreanische Propaganda im Westen und wickelt einige der illegalen Geschäfte des Landes an. Okay, also ein ganz hoher. Alejandro Cao de Benos was so pleased to see what North Koreans did to the people and to the whole the whole humanity. The world should be like North Korea in the eyes of Alejandro. He's a self-invented president who walks around in North Korean suits with North Korean medals on. Actually, in North Korea, the kids are taught about Alejandro Cao de Benos in the school. They call him the Spanish soldier. Ein spanischer Soldaten, okay. Und macht ihn zu einem engen Vertrauten. And then, of course, he asked me if I could find somebody who wants to invest money in North Korea from 50.000 euros to 1 million euros. Es ist ziemlich schwer. Also, das ist dann eigentlich nur reine Geldmacherei. Das ist halt ein Wahnsinn. Ich meine, Alter, das ist... Gucken wir mal weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja... Irgendjemanden zu finden, der Geschäfte mit Nordkorea machen will. Die Vereinten Nationen haben unzählige Sanktionen gegen den Staat verhängt. Das Land ist deshalb immer auf der Suche nach inoffiziellen, häufig illegalen Einnahmequellen aus dem Ausland. Dazu haben wir übrigens schon mal ein Video gemacht. Ulrich und Filmemacher Brügger beschließen, Alejandro einen Investoren zu liefern, dem all das egal ist. Sie erfinden den skrupellosen Ölmilliardär Mr. James. Alter, die... In Wirklichkeit ist Mr. James bei der französischen Fremdenlegion gewesen, hat ein paar Jahre lang mit Kokain gehandelt, ging für 8 Jahre in den Knast, ist heute Geschäftsmann und hatte einfach Bock bei so einem... Er war auch involviert und hat da mitgemacht. 2016 treffen sich Mr. James, Ulrich und Alejandro erste Mal in Oslo, um gemeinsam ins Geschäft zu kommen. Nein, Alter! Alejandro versichert, dass er Kontakte bis zum Führer Kim Jong-un habe. Nordkorea müsse als einziges Land der Welt keinen Regeln folgen und könne alles produzieren, was es will. Mr. James zeigt sich interessiert. Bei einem weiteren Treffen in Madrid gibt James schließlich die Produktion von Waffen und Methamphetaminen in Auftrag. Ulrich und er reisen wenige Monate später nach Nordkorea, um den Deal... Die zwei Männer haben Eier aus Stahl. Ich meine, die wollten das Ganze auffliegen lassen. Und ich meine, oder besser gesagt, halt aufdecken. Und wirklich das so durchzuziehen, du musst wirklich so Eier haben, das ist ja ein Wahnsinn, wirklich, das ist, alter Fuck. Also, da musst du echt denken, wow, diese zwei, gucken wir mal zu besiegen. Alejandro kann nicht mitkommen, da in Spanien wegen Waffenbesitzes gegen ihn ermittelt wird. With Alejandro away, he couldn't travel anymore because of his case in Spain with the weapons. So I was darf nicht ausreisen mehr. As being head of delegation as Alejandro and... He has briefed the North Koreans why Mr. James will come with me. So I introduced him to the North Koreans. I prepared everything. In Pyongyang gibt es 2 Tage lang erstmal das typische Sightseeing für die beiden Gäste. And the next morning, a bit earlier than normal, they ask us to be ready and they drove us out. I'm not quite sure, but I think it was the northeast of Pyongyang in a very, very bad slum area. And they forced us to walk down in a basement. Walking down that basement, I was 100% sure my days will end there. I will hear the trigger from a gun and the light will be out. But I need to stay calm. Sind die beiden aufgeflogen? Wurden der Maulwurf und sein Komplize enttarnt? Die beiden werden durch eine schmale Tür geführt. On the other side of that, I could see some lights blinking. And that was a karaoke machine. And I was like, okay, now we're gonna party and then they're gonna kill me. Doch es kommt anders. In einem luxuriösen Untergrundrestaurant mit Karaoke-Maschine und Er dachte, da kommt eine Party und dann werden sie ihn töten. Ist natürlich ziemlich cool. Handlungstischen treffen sie den Vorsitzenden einer Waffenfabrik. Wow. Außerdem nordkoreanische Geheimdienstoffiziere und Regierungsbeamte. And then suddenly sitting there and they just took out a whole menu of weapons which are the step before nuclear weapons. They were thermobaric missiles which could practically destroy a whole village. Panzer, Raketen, U-Boote, alles, was das Waffenhändlerherz begehrt. Inklusive detaillierter Preisliste.
during those negotiations, the president of the observatory suddenly stand up. What the fuck? Machine, start singing karaoke. What the fuck? Mr. James. Er hat Wie kann man den Mann dann noch ernst nehmen? Sorry. Fängt dann einfach mal mittendrin an zu singen. Unter einem Hotel in Uganda soll eine unterirdische Fabrik gebaut werden. In dieser Fabrik sollen massenweise Waffen und Methamphetamine alles unterirdisch. Und während der gesamten Verhandlung filmt Ulrich alles mit seiner Kamera. They just love my videos from day one. Even signing the contracts. I wasn't filming, they asked me to film. And then they took the camera and filmed me. So they asked me to film themselves making international crimes. That's... Die haben ihn gebeten, dass er sich selbst filmt, wie er illegales Zeug macht. Später in 2017 treffen sich Ulrich, Mr. James und Vertreter Nordkoreas in Kampala, Uganda. Mr. James soll eine Insel im Victoria-See kaufen, um dort die Hotelanlage inklusive geheimer Fabrik zu errichten. Das Vorhaben wird Project Tourism getauft. Sobald alles steht, können Flugzeuge unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe von Uganda nach Nordkorea fliegen. Von dort wären sie dann voll beladen mit Maschinen, Fachpersonal und Munition für die unterirdische Fabrik zurück. Damit es keine Aufstände gibt, wird den Einheimischen auf der Insel erzählt, Mr. James wolle ein Krankenhaus bauen. Telling those people that I was coming there with another person to build a hospital and literally just to buy the island and kick them out the water, that's the most cruel thing I ever experienced in person. Kurz darauf kriegt James weitere Auftragsangebote der Nordkoreaner. Bis 2019 gibt es weitere Treffen für verschiedene Deals in Spanien, in China. Wo haben die das ganze Geld hergenommen? Haben die das Geld von ihm bekommen oder wie haben sie das Ganze finanziert? Ich meine, die mussten ja immer wieder hin und her reisen. Er war ja als Millionär gedeckt oder hat dann das doch alles Nordkorea finanziert? Das ist ja, das muss ja Wahnsinn zum gewesen sein, um überall hin zu chatten und um das Ganze nicht auffliegen zu lassen. Das ist ja einfach nur krank. Also ich bin ja gespannt, ob die noch zu irgendeiner Lösung überhaupt gekommen sind. In Kambodscha und in Dänemark. Es werden weitere Verträge unterzeichnet und alles wird von Ulrich oder Mr. James dokumentiert und gefilmt. Doch irgendwann wird es letztlich zu brenzlig und die beiden tauchen unter. Kurze Zeit später rufen Ulrich und Brügger gemeinsam Alejandro an. Sie teilen ihm mit, dass Ulrich die KFA für knapp 10 Jahre unterwandert und infiltriert hat. 5 minutes after that conversation with him, I was being deleted from different pages around, and the North Korean embassy called me 20 times. The day when the movie came out, they don't know me. Suddenly they haven't. Auch Ulrichs Frau wusste nichts von seinem 10-jährigen Undercover-Einsatz. One thing is people, what the fuck? Er hat es wirklich geschafft, 10 Jahre lang das von seiner Frau fernzuhalten, dass er einfach mal so eine Art Doppelagent war. Alter, dieser Mann ist gut. Asking me all the time if I'm still with my wife. And I am. She's sitting here next to me today, so that's important for me. But she... I can't even ask her, Sasha. Was findest du an Nordkorea? I asked her what she thinks about North Korea and obviously she said it's a crazy country. And I was just as crazy as them, but... Heute sind Ulrich und seine Familie in einem Personenschutzprogramm. Nordkorea dementiert die Beteiligung an den Waffen. Das denke ich mir. Mich wundert es ja, dass dieser Mensch noch lebt. Ich meine, ich will natürlich nichts Schlechtes oder so, aber dass dieser Mann mit der Story und mit dem Leid, oder besser gesagt mit dem, was er halt Nordkorea angetan hat, noch lebt und nicht von diesen Spanier oder auch von anderen hohen Leuten irgendwie getötet wurde. Aber ich denke mal, wenn er nicht im Personenschutz wäre, wäre er wahrscheinlich nicht mehr im Leben. Und Drogendeals. Das Material von Ulrich Larsen sei manipuliert und aus dem Kontext gerissen worden. Passt. Natürlich. Ein ganz normaler Typ deckt mit Hilfe eines Filmemachers und eines ehemaligen Kokain-Dealers die illegalen Machenschaften. Und dann auch die Karaoke, das Karaoke-Zeug und so weiter. Warum sollte er sowas erfinden? Ich meine, oder, sorry, aber... Eines der skrupellosesten Regime der Welt auf. Es klingt wie aus einem Film. Und doch ist es genauso passiert. What we need to think of is that there's a real Ulrich outside that supports North Korea. It's Alejandro, of course. And there's also a real Mr. James who wants to buy him weapons and doesn't care for anything. So that's one of my major concerns. Cheers.
Alter, die Story ist einfach nur ein Wahnsinn. Da man muss sagen, das ist in real life. Ich meine, Hollywood oder so könnte sich das nicht besser ausdenken. Das ist krank, was die da abziehen. Das ist ein Wahnsinn. Alter, das ist... Und dieser Mann, der hat ja Eier aus Stahl bewiesen. Nein. Also kein normaler Mensch würde sowas je irgendwie wagen. Und der hat das 10 Jahre lang durchgezogen. Sich noch einen Fake und noch einen Fake und noch einen Fake-Mann dazugeholt. Und ist damit durchgekommen, auf Deutsch gesagt. Hat das überlebt. Und das ist ein Wahnsinn. Was ist eure Meinung zur ganzen Sache? Abonniert gerne den Channel kostenlos. Vergesst den Livestream nicht morgen. Und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. It's_Tobi. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.